Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Workers and Resources Servant Republic. Bevor ich jetzt mit dem Video anfange, was ich eigentlich machen möchte, gehe ich nochmal auf ein paar Kommentare ein. Da ist nochmal die eine oder andere Frage aufgetaucht und hat zum einen Baumseele gefragt, ob man denn für Rubel und für Dollar unterschiedliche Fahrzeuge kaufen kann. Und ja, das ist natürlich so. Kann ich auch ganz kurz zeigen. Wir haben jetzt hier Fahrzeuge für Rubel. Ja, wie gesagt, ganz normale Fahrzeuge für Rubel. Ich sag mal, der ein oder andere kennt das vielleicht. Es sind ja die klassischen Fahrzeuge von damals. Gut, das sind natürlich, was man für Dollar kaufen kann, sind natürlich auch klassische Fahrzeuge von damals, das ist klar. Das Schöne, was hier ist, es sind natürlich, also was heißt das Schöne, es sind deutlich weniger Fahrzeuge, aber man steht dann auch wieder ganz normal da, in welchem Zeitraum diese Fahrzeuge verwendet wurden und dann aus welchem Land die entsprechend gekommen sind. Jetzt haben wir hier in dem Fall halt zwei französische LKW und einen westdeutschen Mähdrescher. Und wenn man das jetzt für Rubel macht, dann steht natürlich auch da, aus welchem Land das kommt. Also Polen, Sowjetunion, Tschechoslowakei. Natürlich ist hier die Auswahl deutlich größer. Ich meine, es ist ja auch ein Spiel, ne, was ein Sozialismus spielen soll. Dass da natürlich viel mehr Fahrzeuge aus den osteuropäischen Ländern bzw. Russland sind, ist ja logisch. Dasselbe gilt natürlich auch für Schienenfahrzeuge. Ja, hier haben wir auch ganz normal, was man für Rubel kaufen kann. Und dann haben wir die Fahrzeuge, die man für Dollar kaufen kann. Ja, das sind jetzt nicht ganz so viele. Das ist ein Zementtank. Aber immerhin. Ne? Im Laufe der Zeit kommen dann natürlich noch Fahrzeuge dazu, das ist klar. Hatten wir bisher in dem Let's Play aber noch nicht. So, dann die zweite Frage war von Jens Uhl. Das war... ja, weniger eine Frage, sondern mehr ein bisschen so Kritik am Baustil. Und zwar hat er angemerkt, dass er selbst aus so einer Neubausiedlung kommt. Also so nannte man das früher, ja, sage ich mal. Und er hat halt kritisiert, ja, das ist alles viel zu dicht gebaut und viel zu wenig grün. Ja, da muss ich ihm recht geben. Die Neubausiedlungen damals waren tatsächlich nicht ganz so dicht bebaut. Und es gab deutlich mehr Grün auch, das ist richtig. Also da waren deutlich größere und ausgeprägtere Grünflächen vorhanden. Das Problematische an der ganzen Sache ist schlichtweg, entgegen der real existierenden Städte laufen die Fußgänger hier nicht besonders weit. Dann können die Busse natürlich nur an solchen Haltestellen anhalten. Und die Versorgungsgebäude müssen halt auch, ja ich sag mal, man muss sie halt immer wieder platzieren, damit die Fußwege nicht zu lang sind oder man nicht halt zu viele solche relativ großen Bushaltestellen bauen muss. In echt halten die Busse natürlich am Straßenrand einfach an, da würden wir sich, da hätte man hier in der Stadtgröße, sag ich jetzt mal, was heißt bei der Stadtgröße, hätte man bei der Fläche halt schon 5 Bushaltestellen. Das kann man hier halt schlichtweg nicht umsetzen. Von daher muss man, wenn man hier spielen möchte, natürlich die ganze Sache ein bisschen enger bauen. Ansonsten, ja, würde ein Drittel der Stadtfläche oder zwei Drittel der Stadtfläche ja nur mit solchen Versorgungsgebäuden voll sein und mit Bahnhöfen halt. So, dann habe ich jetzt hier noch zwei kleine Fehler, da gab es auch Anmerkungen in den Kommentaren. Und zwar zum einen hier unser Alkoholexport, der funktioniert natürlich nicht. Denn ich hatte ja, als ich den LKW losgeschickt habe, auszusehen dreimal, also drei Haltestellen drin. Und welche Haltestelle habe ich natürlich gelöscht? Richtig, die zum Entladen. Das heißt, der LKW lädt jetzt hier Alkohol, fährt den zur Grenze und lädt dort wieder Alkohol. Das funktioniert natürlich nicht. Wir müssen halt auch mal was verkaufen. Also machen wir ganz einfach den Haken wieder auf Entladen und fertig. Jetzt kann der Alkohol exportiert werden. Dann das nächste kleine Problem, was ich bisher habe. Die Lebensmittelfabrik nimmt mir die Arbeitskräfte weg. Wir brauchen bei weitem nicht so viel Lebensmittel, wie wir hier produzieren. Da mal hier, ich weiß nicht, also pro Fahrt, Moment, ist jetzt der LKW gerade? Da ist er gerade. Also pro Fahrt werden hier nur, ja, knappe 1,5 Tonnen Essen hier im Geschäft abgeladen. Und dafür produzieren wir einfach zu viel Lebensmittel, da brauchen wir hier die Arbeitskräfte nicht. Auch hier können wir jetzt wieder, wie wir es schon bei der Universität gemacht haben, einfach die maximale Anzahl an Arbeitskräften nach unten setzen. Und schon hat sich das Problem deutlich entspannt. Und wir haben wieder mehr Arbeitskräfte für die anderen Fabriken. So, ich lasse es mal auf 25 Arbeitskräfte stehen. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Und wie gesagt, damit haben wir dann wieder mehr Arbeitskräfte für die anderen Bereiche übrig.
So, dann hatte ich mir das hier mit unseren tollen Traktoren nochmal angesehen. Aber ich glaube fast, das funktioniert so nicht. Weil wenn ich mir anschaue, der Wachstumsfortschritt ist schon bei einem Drittel. Und selbst wenn die Traktoren hier fertig sind, haben sie ja nochmal zwei Felder. Also das sind deutlich zu wenig Traktoren. Sprich, ich werde nochmal zusätzlich... Dasselbe gilt dann natürlich auch für die Mähdrescher und für die LKWs, ne? Ich werde einfach nochmal zusätzlich jeweils einen Traktor bauen. Oder kaufen, besser gesagt. Die baut man ja nicht, ist ja klar. Nochmal einen Mähdrescher und nochmal einen LKW. Ja, die Jungs sind einfach ein bisschen zu langsam, was das angeht. Wie gesagt, es wäre optimal, wenn hier fertig ist mit Ernten und dann wieder neu angebaut wird. Dann wäre es optimal. So, die fahren los. Sind zwar langsam, aber sie fahren los. Im späteren Verlauf gibt es dann natürlich schnellere Fahrzeuge. So, dann können wir jetzt weiterbauen an der Stadt. Theoretisch brauchen wir mehr Arbeitskräfte. Denn auch hier oben haben wir ja nur 29 Leute. Die jetzt von 10 verstärkt werden. 63 Tonnen Kohle. Ja, wir brauchen mehr Kohle. Na, das passt schon. Der Zug kann ja auch nicht zu 100% entladen werden, wenn die ankommt. Na doch, jetzt schon. Ja, ich wollte jedenfalls hier hinten nochmal ein Wohngebiet errichten. Und dann hier beginnend eine Straßenbahnlinie, die sich hier so aufsplittet, hier runter und nach hier. Und da muss ich schauen, dass ich genügend Arbeitskraft zusammenbekomme, um dann einen neuen Industriezweig zu machen und mehr exportieren zu können. Aber wie gesagt, ich fange erstmal hier an. Natürlich am Anfang gleich erstmal ein bisschen die Sache hier einebnen. Also zu sehr nach da hinten möchte ich jetzt auch nicht unbedingt bauen. Und hier werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal uns um Stromversorgung kümmern müssen, weil es doch recht weit weg ist von den Kraftwerken. Aber das ist ja kein Problem. Ja, dann baue ich jetzt hier erstmal einen kleinen Bahnhof hin für die Straßenbahn, dann zum späteren Zeitpunkt. Zugplattform klein, nein, das ist groß, klein, genau. So weit weg immer, das ist immer ungünstig. Ah. Wobei hier bringt uns der Frame jetzt natürlich nicht sehr viel, ne? Ja, aber so schaut es doch ganz gut aus, denke ich mal. So, dann schaue ich nur schnell, ob ich mit den Bahngleisen... Ach, hier komme ich auf jeden Fall rum. Ja, das passt. Dann können wir hier noch ein bisschen Grünfläche machen, ne? So, dann möchte ich hier noch eine weitere Bushaltestelle errichten. Sprich, hier hört die S-Bahn dann halt auf. Schlichtweg, weil hier der Bereich auf jeden Fall zu weit weg von den Lebensmittelmärkten hier ist. Und auch vom Sportplatz, wo wir ja auch nochmal einbauen müssen. Ja, dann halt so, dass wir wieder Bus-Einfahrt und Ausfahrt haben, ist klar, ne? Ja, das passt. Okay, das passt noch nicht, aber das ist kein Problem. Ah, Moment, da sollte ich die Höhe ein bisschen angleichen. So, und jetzt können wir das hier auch sauber platzieren. Genau, so passt es. Ja, mal schauen, ob ich hier noch Wohngebäude hinbekomme. Aber das wird schon funktionieren. So, dann können wir die Straße hier auch noch weiterbauen. Es
zumindest erstmal so weit. Gut, dann würde ich sagen, dass wir das so bauen können. Ja, man muss ja immer ganz genau schauen, ob man das jetzt für Rubel oder für Dollar baut. Ne? Das muss man schon genau darauf achten. So, jetzt werde ich schauen. Ich werde hier eine Stromleitung wahrscheinlich lang bauen müssen. Aber erst schaue ich, was ich hier an Gebäuden hinbekomme. Ja, und hier ergibt sich jetzt nochmal ein Höhenunterschied. Da kann man hier noch so eine bessere Wohnsiedlung hinbauen, hier so ans Wasser, ne? So, zum einen hätte ich hier hinten gerne nochmal ein Fußballfeld. Ah, das passt ja sogar rein, ist ja super. Aber wir müssen es noch ein bisschen drehen. Da ist er dann doch pingelig, ne? Obwohl, wenn man das... Ah, aber so kriegst du nicht rein. Schade. So halb schräg wäre es mir jetzt hier sogar noch lieber gewesen, aber so lohnt sich's nicht. So komplett... Na, das wird ja erst recht nichts. Das hätte ich so noch bauen müssen, ne? Allerdings nehmen wir den Fußweg da jetzt wieder weg. Das sieht seltsam aus und das ist auch nicht notwendig. Und jetzt noch das eine oder andere Wohngebäude. Was nehmen wir dieses Mal? Soll ja nicht immer die gleichen Gebäude sein, ne? Ja, so schaut es gut aus. Naja, nicht perfekt, aber gut. So, ich möchte es eigentlich ohne Straßenanschluss. Aber das geht nicht so wirklich. Noch nicht zumindest. Na. Ah. Hier sowas ist mir unschön. Ich baue das erstmal. Und schaue mir dann die Fußwege an, die ich platzieren kann. Jetzt. Ach, da ist die Universität noch im Weg, ja klar. Ja, das kann natürlich nichts werden, ist klar. Vollkommen logisch. Okay, schauen wir uns das nächste Gebäude an. Das ist nicht dasselbe. Okay, hier bekommen wir wohl kein weiteres von diesen großen Gebäuden hin. Ich würde es dann auch sein lassen mit Gebäuden. Man könnte vielleicht noch was Kleines hinstellen. Aber vielleicht was Höheres.
Okay, jetzt ist es natürlich zu nah am Wasser dran. So, jetzt die Weganschlüsse werden wieder interessant, ne? Das machen wir erstmal weg. Das kann soweit bleiben. Dann müssen wir den Straßenanschluss so wegmachen. Da soll ja ein Weg durch. Ich hoffe, es passt. Okay, da haben wir schon zu nah rangebaut. Kein Problem. Ja, das geht so natürlich nicht. Moment, nehmen wir das Stück auch noch mal kurz weg. Jetzt muss ich die Gebäude erstmal bauen. Fußwege. Wie sie gleich alle losstürmen. Die ganzen Wege, die aufgebaut werden müssen, wissen, was das wird. Ja, total durcheinander, ja. Auch die ganzen Einzelabschnitte. Dass man da nicht alle gleich mit einmal bauen kann, das wäre super. Ja, bis auf das Stück sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Und da muss ich mal schauen, ob das irgendwie ein bisschen besser aussehen geht. Ja, ja. Was ist los? Was ist das? Ja, so geht's genau, ohne Worte. Ah, bisschen kürzer. Ah, ich sehe gut, okay, kürzer geht gar nicht. Ah ja, aber immerhin. Ja, so sieht doch das ein bisschen besser aus. Ja, da kann er natürlich über noch Grünzeug dann dazwischen, das ist klar. Jetzt rennen ja alle zu dem Bahnhof hin. Ja, genau. Da brauche ich euch mal überhaupt nicht. Den werde ich erstmal, das werde ich erstmal deaktivieren hier. So. Ja, wie gesagt, jetzt würde ich ja hier noch eine Stromversorgung, so dass ich, ich sag mal, hier am Wasser auch noch lang kann, notfalls. Dann schauen wir mal die Anschlussmöglichkeiten. Okay, dann nehmen wir hier. Ja, das können wir da hinten natürlich auch, wenn ich an ohne Straße anschließen.
So, und dann haben wir hier noch einen Anschluss, wenn wir da weiterbauen wollen, müssen. Wir wollen, kann ja hier immer nicht so die Rede rein. Das ist ja alles Sozialismus, wir müssen ja bauen, ne? Das erwartet das Volk ja von uns. So, jetzt müssen wir überall Strom haben. Zwei Bürger derzeit ohne Strom. Moment, dann schauen wir uns das nochmal an. Ah, ja klar. Wenn der Transformator fehlt, geht das nicht. So, jetzt muss ich natürlich von hier die ganzen Passagiere hier rausbekommen, denn die brauchen wir nur überhaupt nicht. Wo war jetzt ein Depot? Genau, da haben wir ein Depot. Ich werde einfach mal einen großen Bus nehmen. Geschwindigkeit ist jetzt nicht so wichtig, wir sind ja in der Stadt. Und den bringen wir hier zu unserer zentralen Busstation. Arbeiter... Ne, wir werden hier mal nichts dran ändern, wer hier einsteigt, weil theoretisch steigt sowieso kein Arbeiter hierher ein, denn hier gibt es keine Arbeitsplätze. Also doch, es gibt diesen einen Arbeitsplatz. So, Gebäude ist immer noch ohne Stromversorgung, das heißt, es fehlt also immer noch irgendetwas. Ach klar, fehlt irgendwas, ja. Natürlich fehlt hier was. Was ist es? Richtig, richtig, richtig. Wir nehmen die Mittelspannungsleitung hier, von da weg, wo wir Strom exportieren. Das kann natürlich nicht funktionieren. So, waren wir denn hier noch im Starkstromanschluss frei? Doch so viele. Moment, einer muss mal... Genau, da, okay. Ja, das ist ungünstig. Haha, okay, dann müssen wir die Stromleitung nochmal wegreißen. Nicht komplett, keine Angst. Nur das hier muss erstmal weg. So, jetzt wird ein Schuh draus. Tja, man könnte hier natürlich noch sicherheitshalber eine Versorgungsstraße hinbauen. Können wir auch gleich bauen. Und jetzt noch mal ganz kurzes Stück Starkstrom. Ja, das mit dem Stromgebäude ist echt kompliziert, ne? Und wie gesagt, müssen wir aufpassen, kann es abbrennen, hat keinen Straßenanschluss. So, jetzt haben wir aber Strom. Jetzt haben wir Strom. 12 Arbeiter ohne Job, ja, das ist kein Problem. So, jetzt müssten ja theoretisch von hier, aber, warum sind der Schüler, ah ja klar, wie in der Schule, zum einen die Arbeiter und die Passagiere und die Schüler hierher gebracht werden und dann von hier aus weiter. Müssen wir dann mal beobachten, wo ist der Bus? Weil denn auch das war nämlich eine Frage. Leider habe ich jetzt den Namen nicht mehr im Kopf. Und zwar ging es darum, ob denn die Busse, wenn man jetzt zum Beispiel, man bringt Passagiere von Haltestelle A zu C, lädt die dort ab und dann mit einem neuen Bus von C zu D. Ob das funktioniert? Er hatte wohl beobachtet, dass das nicht funktioniert. Das heißt, hier haben wir jetzt eine gute Möglichkeit, uns das mal anzusehen. Ob denn, wenn von hier Arbeitskräfte geholt werden, ob die dann hier dazukommen. Aber wie gesagt, dann müsste jetzt erstmal der Bus kommen. Ich habe den da oben... Ja, man muss ihn dann halt auch losschicken, ne? Okay, dann schauen wir uns das jetzt noch an. Beziehungsweise, ach, der soll ruhig normal fahren, denn hier fehlt ja noch ein bisschen Grünzeug. Ne, da müssen wir hierher. So, was machen wir denn? Also erstmal die eine oder andere Buche. Na gut, da werden wir keine Buche hinbekommen. So. So, und jetzt noch ein bisschen was Kleineres. Ach, die Pappeln habe ich ja noch gar nicht. Ah, die bieten sich hier. Moment, da fehlt ein Fußwegstück. Das sieht so seltsam aus hier. So. So, jetzt kommt hier der Bus. Okay, leider nur ein Arbeiter. Das ist natürlich blöd. Und die nimmt er noch nicht mal mit, ne?
Na gut, lassen wir das erstmal so und schauen uns das dann an, was hier mit den Arbeitern passiert. Ich meine, optimal wäre natürlich, wenn die Gebäude hier, die Leute, die hier wohnen, hier arbeiten würden. Und sich diese Arbeitsplätze so nehmen, weil sie dort ja hin können. Hier ist leer, genau. Tja, ein Arbeiter und drei Studenten. Die Studenten sind... Ach, na ohne Worte. Tja, an dem einen Arbeiter werden wir das jetzt nicht festmachen können, ob der jetzt hier dazukommt, wenn er hier verschwindet. Also ich würde, ja, lässt sich echt schlecht sagen, ne? Da brauchen wir... Ne, der sitzt sogar noch drin. Aber der war doch gerade weg. Nein! Ja, das müssen wir dann auf jeden Fall genau beobachten, wenn wir hier mal mehr Arbeiter haben. Das erkennt ja keiner, wenn das nur so wenig ist. Ja, jedenfalls würde ich hier noch ein paar Pappeln platzieren. Ja, man muss sogar darauf achten, dass er sich ganz so dicht stellt. Jetzt fährt der Bus tanken. Ah, Gott Sakrament, du sollst nicht tanken. Na, dann nutzen wir hier die Zeit und platzieren hier Bäume. Ah, hier bietet sich auch noch eine Buche an. Ja, ich werde es nicht mehr ganz so dicht platzieren. Sonst sieht es dann echt doch zu überladen aus. Hier werde ich wahrscheinlich keine Wohngebäude hinbekommen, aber das nicht weiter wird, da kann ich hier so ein kleines Naherholungsgebiet hinbauen. So, wo ist der Bus? Da kommt er. Tja, der eine Arbeiter kann ja dann, wenn der nur für hier sein. Ja, da fehlt ein Mitarbeiter, ne? Oder für hier. Waren jetzt noch andere Leute mit drin? Ne, nur der eine Arbeiter, ne? Ja, nur der eine Arbeiter. So, und schauen wir jetzt mal an hier. Mehr Arbeiter, das sieht doch keiner. Fünf Arbeiter, ne? Okay. Also ich vermute, dass der eine Bus ausreicht. Zumal ja später hier auch noch eine Straßenbahn fahren soll. So, jetzt haben wir immerhin fünf Arbeiter da drin. Es wäre schön, wenn uns hier noch einer die Arbeiter wegholen würde. Jetzt kann es einerseits sein, dass die Arbeiter hier arbeiten wollen. Oder dass sie tatsächlich hier mit dazukommen, um dann weitergefahren zu werden. So, schauen wir uns mal an, was jetzt passiert. Also ich würde sagen, die kommen hier dazu. Ist wieder einer eingestiegen. Ah ja, das Spiel wird schon wissen, was es macht. Alter, die ganzen Leute. Nein! Ja, das werde ich auf jeden Fall weiter beobachten. Naja, mit dem Einkaufen funktioniert natürlich auch nicht so super. Jetzt müssen wir noch gucken. Ja, Babys im Kindergarten. Oh, Schule. Ja, da darf man nicht zu schnell expandieren, dass nicht zu viele Kinder neu dazukommen, ne? So, mit diesem neuen Wohngebiet und unserer ersten Nahverkehrserweiterung, unsere weitere Nahverkehrserweiterung, besser gesagt, beende ich dieses Video. Den nächsten Teil verlinke ich wieder oben rechts. Die Playlist gibt es in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Video.